Heute im Praxistalk haben wir nur ein Thema und das sind Live-Auftritte. Wie man sich da am besten vorbereitet und was wir sonst noch für Tipps und Tricks dazu haben, das erfahrt ihr gleich von meinen Gästen. Los geht's! Music Talk wird präsentiert von KS Digital. KS Digital baut seit über 20 Jahren Referenzmonitore made in Germany. Und so ist die C-Line in vielen Studios die kompakte Abhörreferenz. Herzlich willkommen zu Musotalk, dem Music und Sound Production Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zum Musotalk Podcast. Ich bin Don Eric und heute ist unser Thema im Praxistalk das Thema Live-Auftritte, wie man damit umgeht, wie man sich vorbereiten muss und was es so für kleine Stolpersteine geben könnte, die man aus dem Weg räumen muss, damit man einen erfolgreichen Live-Auftritt bewältigen kann. Dazu habe ich mir eingeladen in die Runde den Mika. Hallo Mika. Moin Moin. Na? Heute neue Location? Du hattest mich ja, genau, neue Location. Gerade sende ich aus dem Werk 9, wo ich in letzter Zeit auch gearbeitet habe, Schlagzeugunterricht und so. Und habe jetzt im Sommer hier ein Studio aufgebaut. Genau. Interessant. Und daraus sende ich jetzt. Aus deinem... Können wir ja nachher noch mal in Ruhe sprechen. Nee, ist nicht mein Studio. Leider nicht, ne? Nee. ein Studio. Genau, aber da können wir nachher noch in Ruhe drüber sprechen. Okay, machen wir. Dann stellen wir als nächstes lieber mal gleich den Mr. Syn Mag oder Mark, Syn Mag, Syn Magazine, Chefredakteur und Sequencer.de-Macher vor. Hallo, Mogulator. Guten Tag. Ja, guten Tag. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Ah, da war er. Der Thorsten Questioning. Hallo, Thorsten. Hallo, Non-Eric. Hallo, Internet. Tag. Du bist Composer, Musical Director und spielst den Synthesizer unter anderem bei Tangerine Dream. Und mit denen warst du sehr aktiv. Deswegen haben wir dich auch in den letzten Wochen, Monaten ein bisschen hier vermisst in der Runde. Denn du warst sehr, sehr viel unterwegs. Wir haben, ich glaube, vorgestern mal ein bisschen darüber geplauscht, was du so alles erlebt hast. Und dann kam spontan dann auch noch passend dazu vom Mogulator der Vorschlag, doch mal über das Thema Live-Auftritte zu sprechen. Denn ihr wart alle drei viel unterwegs in den letzten Wochen und Monaten und habt diverse Erfahrungen machen dürfen und können. Und da wollen wir natürlich gleich drüber sprechen. Ich mache eine kurze Programmvorschau. Und zwar am Montag werdet ihr ein ausführliches Video mit Janett sehen, denn die habe ich besucht. Und da haben wir die Isovox 2, das war unser letzter Praxistalk, nämlich Gesang zu Hause aufnehmen, die Isovox 2 ausgiebig ausprobiert, aufgebaut, getestet. Und das könnt ihr als Video dann am Montag sehen. So, legen wir mal los. Wer möchte zuerst? Thema Live-Auftritte. Thorsten, erzähl du doch mal ein bisschen, wo du überhaupt warst. Und ich habe hier sogar schöne Videos von dir aus dem Boiler Room. Ja. Das war in Amsterdam. Das war das Eröffnungskonzert vom Deckmantel-Festival. Und wir haben recht viele, ich glaube drei oder vier Konzerte gestreamt von der letzten Tour. Also das war im Oktober, das war direkt am 1. August. Danach sind wir irgendwie, ach, das so aufzählen ist immer so ein bisschen albern, weil danach waren wir in Karpaten in Ungarn auf dem Osora-Festival 2 Tage. Dann sind wir noch in Skandinavien ein paar Konzerte gespielt. Das war Oslo Oja Festival, dieses Westgeschichte da in Göteborg und Göteborg. Und was haben wir noch gemacht? Genau, Helsinki Flow Festival, Dance City in Foligno, Italien. Ich habe ein paar vergessen, aber das ist das ist eine Menge unterwegs gewesen und war eine schöne Sache. So, dann frage ich mal die anderen Gäste, wo wart ihr denn unterwegs? Mogulator, wo warst du live? Naja, es gibt verschiedene Sachen. Eins davon heißt Elektroanschlag, ein sehr, sehr schönes, sehr verschiedenartiges Festival. Trotz des seltsamen Namens oder so ist das aber ziemlich offen. Das ist wirklich so sehr schön. Ja, das ist tatsächlich von da.
das ist tatsächlich von da. Ja, gibt noch mehr Sachen in verschiedenen Städten. Wer Bock hat, kann das einfach mal auf Modulator live, also Konzerte oder sowas steht da drauf. Da gibt es dann einfach eine Liste, dann kann man die einfach so durchgehen. Und da kommen diese Bilder auch eigentlich alle her. Okay, vielleicht werde ich einfach in die Shownotes einen Link auf die auf deinen Sequencer.de beitragen. Mogulator.com, nein, noch einfach. Alle Sachen, die mit Musik zu tun haben, also mit meiner Musik dann zu tun haben, ausnahmsweise mal nicht Sequencer. Da steht das nämlich nicht. Demnächst kommen jetzt wieder gerade kreative Unruhe, das wird sehr interessant. Und jetzt gleich, bald, am Samstag nämlich, könnt ihr einen Livestream sehen von LSB TV Cologne. Das ist also ein Stream ab 0 Uhr oder ab 23.59 Uhr bis 6 Uhr. Und da machen wir einen Jam in diesem Falle. Wir machen das immer mal wieder über diesen Kanal. Also wir haben so, also Cologne ist quasi wir, sind so ein Haufen Musiker und dann wechseln einige, die uns besuchen sozusagen. Dasselbe gibt es auch in Berlin, weil das B stand mal bisher für Berlin, Liquid Sky Berlin. Und gibt es natürlich auch Auftritte, von da wurden auch Sachen gestreamt, auch übrigens meistens von der Superbooth und sonst wann auch noch, weil so direkt hat das ja nichts miteinander zu tun, aber ja, also es gibt auch so Stream-Sachen. Da gibt es so ein paar Videos zu, die auf meinem Kanal zu finden sind. Also ja, youtube.com/Mogulator und da gibt es dann so ein Mogulator Live Playliste und da sind die alle drin, weil die meistens ja nicht von mir stammen, weil man filmt sich ja in der Regel nicht selbst. Das ist vielleicht sogar was gerade bei Live-Sets gar nicht so uninteressant ist, diese ganze Dokumentation. Das ist nämlich gar nicht so einfach, weil das letztendlich immer, du kannst dir eine Tonne kaufen oder so, aber du wirst sowieso nie deine eigenen Live-Sets filmen, sondern das machen halt andere. Und dann fragst du die vielleicht, oder die schicken dir das, also es ist eher umgekehrt, also so, du hörst davon irgendwie. Und das ist natürlich toll zur Dokumentation. Manche finden es auch blöd, wenn der Sound schlecht ist. Also kann man sogar auch noch drüber reden, weil das sicher. Ja, das sollen wir auch gleich machen. Dieser Live-Set-Sachen eigentlich so generell ist. Ne? Wie macht man das überhaupt und so weiter? Ich hoffe, das Loop von Skype hört man nicht, weil das werde ich jetzt hin und wieder mal hören. Weil da brennt gerade was wegen Complete 12 und Native Instruments haben ganz viel Zeug gebracht. Ah, okay. Okay, das ist aber jetzt gerade ja, nicht unser Thema. Noch mal eine Atempause. Genau. Mika, du hast im Vorgespräch erzählt, ja, du hast morgen schon wieder einen Auftritt, ne? Ja, morgen. Genau. Privatparty. Privatparty. Genau. Genau. Aber da weiß ich auch noch nicht genau, wie es wird. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob ich da jetzt groß. Dein Bild stand nur ganz kurz, da waren wir hier verwirrt. Achso, ja, genau. Das wird ein bisschen spannend heute hier mit dem WLAN. Genau. Aber ja, genau, morgen auf jeden Fall wieder eine größere Geschichte. Aber halt Privatparty. Genau. Und dann ansonsten im Sommer auch unterwegs gewesen auf Festivals. Eher ein paar kleinere Sachen, ein paar größere auch. Viel mit Fargo unterwegs gewesen. Und dann auch selber irgendwie sozusagen im Interview mit dem Kinderkanal wiedergefunden und all solche Sachen. Also es war echt ein lustiger Sommer. Nicht schlecht. Genau. Und ein Festival, das war, also ich finde es bei Festivals nicht bloß sozusagen wichtig, dass viele Leute da sind oder so, sondern auch das Gefühl, finde ich, auf Festivals ist total wichtig, also von den Leuten, die das organisieren. Und sich dann auch sozusagen im Hintergrund um alles kümmern, um die Künstlerinnen. Und da fand ich dieses Jahr das Rock in Kaput. Oh. Steht. Na gut.
Ich würde mal sagen, das ist die perfekte Gelegenheit für eine kurze Werbeunterbrechung. Und dann geht's weiter mit dem Thema, was nehmen wir denn eigentlich mit auf die Bühne? Hofer-Plugins sind Audio-Tools mit einzigartigen Funktionen, die Mischen und Mastern viel einfacher machen. Intelligente EQs, Dynamics, Reverbs, das modulare Hofer-System und Analyzer lassen dich deine Klangvisionen auf höchstem Niveau realisieren. Und mit den Brenn- und Mastering-Programmen von Hofer machst du bei der Veröffentlichung alles richtig. Wenn du deine Audioprojekte besser, schneller und mit mehr Spaß ans Ziel bringen willst, dann bist du bei Hofer Plugins genau richtig. So, Mika, bist du wieder am Start? Ja, jetzt bin ich wieder da. Sorry, irgendwie heute alles ein bisschen schwierig, weil jetzt, dadurch, dass das spontan war. Nächstes Mal ist das anders. Sehr gut. Genau. Ist jetzt so. Dass das Gefühl einfach total wichtig ist, genau. Und da war halt Rockin' Kaputt total super. Weil die hatten jetzt keine professionellen Stagehands im Hintergrund, sondern das waren halt so die lokalen Punks. Die haben sich aber echt gut gekümmert, ja. Und gerade bei so Festivals stehst du ja die ganze Zeit unter Zeitdruck und hast nicht viel Zeit. Und die haben sich wirklich vernünftig um alles gekümmert und alles hin und her getragen und so weiter und so fort, sodass man da entspannt irgendwie seine Sachen machen konnte und sich natürlich auch so emotional darauf konzentrieren kann, ne, dass man eine gute Performance hat. Und auch das ganze Catering war total super. Ein leidenschaftlicher Koch, der da hinten die Schnitzel geklöppelt hat und so. Also das macht dann schon viel, viel Spaß, da auch einfach da zu sein und zu spielen. Okay. Genau. Es gab also keine Pizza da? Nee, Pizza gab es nicht. Okay. Aber Eis. Gut, jetzt sind wir schon beim Essen, obwohl wir ja noch gut in der Zeit sind. Ich wollte gerne anfangen mit dem grundsätzlichen Thema, was nehme ich denn mit? Denn ich muss ja immer als Musiker überlegen, wie setze ich das, was ich vielleicht im Studio aufgenommen habe, auf der Bühne um? Welche Gerätschaften brauche ich dazu? Welche muss ich vielleicht ersetzen oder ersetze ich durch Playback? Und dann habe ich ja auch, wenn ich zum Beispiel mit dem Flugzeug unterwegs bin, natürlich auch das Problem, dass ich da gar nicht so viel mitnehmen kann oder es dann sehr teuer wird. Deswegen möchte ich euch dreimal abfragen, was ihr mitnehmt auf die Bühne und warum. Fangen wir mal mit Thorsten an. Ich glaube, es ist ziemlich unterschiedlich bei uns. Es gibt bei mir zwei Setups. Eins, dass ich mit dem Transporter oder wir mit dem Transporter losschicken, egal wohin. Und dann gibt es halt Geschichten, wie zum Beispiel zwischen Göteborg und Helsinki hatten wir, glaube ich, 16 Stunden Zeit. Und das sind irgendwie 1200 Kilometer und da liegt zweimal Wasser dazwischen. Das heißt, dann wird halt das Setup verändert, ein Teil irgendwie als Übergepäck aufgegeben und der Rest angemietet. Aber sonst, ich meine, ich mag das schon, ein paar Sachen auf der Bühne zu haben, weil ich auch dann recht frei reagieren möchte auf Dinge. Natürlich kommen ein paar Sachen auch von Hartes im Prinzip bei uns in zweierlei Möglichkeiten. Es gibt Stücke, wo ich halt Rhythmusspuren vorbereitet habe. Da habe ich dann 16 Spuren als Backing und das ist aber dann eine fixe Länge und also im Prinzip, da geht es dann um alte Kompositionen so wiederzugeben, wie sie eingespielt wurden. Dann bei Ulrichs Seite haben wir halt einen Ableton. Da ist die Sache doch deutlich variabler in Länge, Abfolge und dann haben wir halt immer noch die letzte Stunde, die komplett frei läuft und da brauche ich eine ganze Menge. Ich weiß nicht, ob wir jetzt so dabei sind, auch schon wieder aufzuzählen. Also ich glaube, ich habe halt mein Modularsystem. Wenn du zeitgleich auf eins der Fotos drückst, kann ich es erklären. Ich habe ja nicht beschriftet. Also es sind einfach 5-6 Fotos. Erstmal suchen, bitte nicht auf meinen Screen gehen. Das ist alles. Fotos habe ich gar nicht. In der letzten E-Mail. Facebook. Nein, in der E-Mail als Anhang. Ah ja, oldschool, alles klar. Ja, also ja. Ja, sehr gut. Ja, ja. Ich hatte nur die Links gesehen. Ich werde die jetzt mal hier aufrufen. Die habe ich von
Ja, genau. Habe ich von irgendwelchen Leuten bei Facebook einfach jetzt kurz geklaut. Sehr, aha, und dann kriege ich dann Ärger hier, weil ich das hier zeige. Naja, das passt schon. Ja, glaube ich auch. Wir haben ja nur nette Leute im Publikum, ausschließlich die ganze Zeit. Ausschließlich? Ausschließlich. Hier wäre zum Beispiel mal eins. Da sieht man ja doch eine ganze Menge, was du da auf der Bühne am Start hast. Ne? Zwei Computer. Na gut, da bin ich dabei. Also das habe ich wirklich selbst gemacht. Okay, also hinter mir habe ich halt das Modularsystem mit... noch zwei, drei, also genau, ich habe zweimal Delays, einmal das Roland, einmal das dieses SDE 3000 oder SDX, also SDE und das von Korg. Dann habe ich zwei Lexicon Multis dabei, zwei, also in der Mitte sind zwei X32 von Behringer als Submischer für alle, weil ich brauche, es klingt absurd, 64 Spuren für alle Synths, um die zu bundeln. Siehst du, seit Mai nehme ich eine Gitarre mit und ein paar Looper und da mag es, wie heißt das, die Ocean Machine, die klingt wahnsinnig toll für die Art Gitarre, wie ich sie spiele. Also ich brauche jetzt ja nicht dieses High-Gain-Zeugs. Dann hinter mir, hinter meinem Kopf sind Schrittmacher-Sequenzer. Das blaue rechts neben mir von euch gesehen links ist ein 88er Oberheim, wo ich, weiß ich gar nicht, wie das heißt, V3 oder so. Ich habe kein Piano-Modul mehr gefunden. Also ich habe insgesamt eins gefunden, das hat irgendwie 3 GB Speicher. Der Klang ist okay. Damit spiele ich eigentlich nur Klavier und den A3000 Sampler hinter mir an, wo ich meine eigenen Stimmen, Kalimbas, also wirklich die Sachen, die ich als Sampler benutze, ist die Idee wirklich, dass die durch die Luft aufgenommen werden. Das heißt wirklich nur Mikrofonsachen, weil sonst kann ich das eigentlich mit meinen Synths auch abdecken. Wenn du noch ein anderes Bild findest auf der vorderen Seite, habe ich dann ein System 8, weil ich das wird auch zwischen MIDI-Clock getriggert und kann auch vom Schrittmacher angespielt werden. Darunter der alte V-Synth, der V-Synth 1 von Roland, den mag ich sehr gerne, hat mir schon mal das Thema, ich finde, der hat mehr Biss als der GT. Wie sieht es hier aus mit dem Bild? Was haben wir da? Das hilft dir das? Ja, genau. Das ist in einer, das sieht mir sehr nach Elbphilharmonie aus. Okay, cool. Ja, dann, also genau, linke Hand liegt auf dem V-Synth, rechte auf dem System 8. Links neben mir, wo rechts der Dell-Laptop drauf ist, von euch gesehen, ist das Manneken Memotron für Melotron-Sounds, gerade bei 70er Jahre Tangerine Dream-Geschichten macht das sehr viel Sinn, diese Sounds dabei zu haben und die klingen wirklich aus dem wirklich sehr, sehr anständig. Da drauf liegen doch ein Moog Mini-Tower. Und ein Nova-Delay und links davon, also ich sehe es immer von mir aus links, also Stage Left ist für euch rechts im Bild, noch ein Voyager. Unter dem Schrittmacher ist auch noch ein Voyager RME, weil ich zwei dabei haben möchte, weil es sehr grundlegend für meinen Sound ist. Davon nehme ich nicht alles mit, wenn ich fliege. Das ist so im Prinzip das Set, wenn ich halt den Transporter zur Verfügung habe. Ich habe dann noch einen zweiten Mini-Tower ehrlich gesagt habe ich in diesem Jahr angefangen, gab es davor nicht. Ich habe mir wirklich diese Behringer-Dinger geholt, weil es einfach leicht ist, den Koffer zu packen. Da habe ich halt ein Model D, zwei Neutrons, dann habe ich halt zwei Mini-Tower und was ich nur live mitnehme mit dem Flugzeug, weil es multitemporal ist, die meisten Sachen können ja nur einen Sound, habe ich noch einen Access TI-2. Ein Virus, aber die Desktop-Variante. Das ist halt, da hat man einfach mal ein paar Sounds, kann auch irgendwie je nach Stimmenverteilung so 7, 8 Sequencer-Spuren rausziehen und hat auch gleich die Effekte drin. Ich meine, beim Mini-Tower brauche ich halt immer, da habe ich diese Nova-Delays. Die große Unterschied vom Klang habe ich nicht gefunden. Also ich habe ein rotes und ein schwarzes. Soll irgendwas anders sein, soll eine alte Version sein, klingt aber wirklich sehr ähnlich. Okay. Und gesynkt wird das Ganze von der Multiclock, wie heißt denn die Firma nochmal? Das weiß Berliner, wahrscheinlich Mugulat, aber ich. Eine Sekunde. Erfindungsbüro, das ist ERM, Erfindungsbüro. Ne? Das steht ist das auch. Ja, genau. Es steht auch nicht auf der Seite, ehrlich gesagt steht es ja nicht mal auf dem Gerät drauf. Aber jetzt, also das Ding hier halt. Ja, ja. Das ist mag ich sehr. Ist wirklich sehr, sehr das böse Wort tight, aber auch die Geschichte, dass du vier verschiedene MIDI-Clock-Stränge
einzeln neu starten kannst, was du bei normalen MIDI-Clocks ja nicht kannst. Du kannst ausschalten und dann fällt halt alles aus, weil wir halt untereinander vernetzt sind. Das heißt, Ulrich mit seinen Step-Sequenzern und Ableton. In der Mitte haben wir noch Hoshiko, wo ein RC-505, dieser Boss-Looper, auch MIDI-Clock gesteuert ist. Und so, falls ein System abstürzt, kann ich, also wenn es nicht die Multiclock an sich ist, kann ich die einzelnen Stränge dann einzeln starten und kann auch, das hat so einen Versatz, den man einstellen kann pro Strang, auch im Prinzip Latenzen, zum Beispiel wenn Ulrichs Laptop damit auch getriggert wird, einfach die Latenz damit ausgleichen, dass du im Prinzip die Clock versetzen kannst für einen Strang. Das ist schon prima. Boah, das ist super, ja. Ja, das ist auch wichtig. Wir haben, glaube ich, 2014 und 2015 hatten wir. Sind wir schon beim Synken, ne, Thorsten? Ja, das ist schon wichtig. Also 2015 hatten wir wirklich ein paar Mal, natürlich fällt irgendwann mal was aus. Da hatte ich dann in den Schrittmachers Master genommen oder je nachdem, wer den Klick auch zur Verfügung stellt, manchmal auch das Ableton von Ulrich. Und das fällt halt irgendwann mal aus. Und fängst du an, irgendwie. Ja, jetzt mal kurz Flächen schäumen, damit wir den Sequencer neu starten können. Ist halt, das ist gut. Ne, was willst du machen? Ne? Oder über Echos einfach so. Ich zum ersten Mal, klingt sehr gut, Flächen schäumen. Ja, Herr Mika kennt das ja von Becken. Das ist ja, ne? Also das ist ja dieses Washing, ist ja schon für Cymbals und Crashs. Also von daher das adaptiert vom Schlagzeugerbereich. So, ich meine, du bist ja opulent unterwegs, Thorsten. Musst du auch, weil es gehört irgendwie dazu, wer Tangerine Dream sich anschauen geht, erwartet da so auch so eine Burg. Aber bei Mika wird das ja anders sein. Du bist ja Schlagzeuger. Du brauchst also nicht so viel mitnehmen. Was nimmst du mit? Naja, was heißt nicht so viel? Weniger als Thorsten auf jeden Fall. Aber verhältnismäßig doch immer relativ viel. Ich versuche mich eigentlich immer weitestgehend zu beschränken. So wenig wie irgendwie möglich beizuhaben. Genau, weil wir wissen, alle Projekte skalieren nicht linear, sondern exponentiell. Dann ist alles, was man mitnimmt, sozusagen, ist zusätzliche Fehlerquelle und zusätzliches Problem. Und dann muss man sich immer Backups dafür auch noch überlegen und so weiter und so fort. Normalerweise, also wenn ich Schlagzeug spiele, halt irgendwie meistens Kicks, Snare, klar, zwei Toms, Ride, Crash, Hi-Hat. Das ist meistens völlig ausreichend. Also es gibt selten Fälle, wo Leute dann sagen, nimm mal noch ein paar Becken mehr mit oder noch eine Side-Snare oder so. Kann man meistens mit umgehen. Und reicht auch. Und wenn ich irgendwie Elektronik noch mitfahre, dann kommt noch Rechner dazu und Interface und alles, was da so noch dazu gehört. Triggerpads, all solche Sachen. Das ist dann halt auch noch alles mit bei. Und aber ich versuche halt generell eigentlich so wenig wie möglich beizuhaben. Und es gibt dann halt so ein paar Sachen, die auf jeden Fall als Regeln immer dabei sind. Also klar, eine ausreichende Menge an Sticks. Mehr als nur ein paar. Du musst aufpassen, dein Mikrofon poppt immer sehr viel. Ja, vielleicht ich pop gerade so rein, ja. Ja, so ein bisschen zur Seite. Genau, ausreichende Menge an Sticks. Ersatzfälle ist auch ein Klassiker, dass einem die Fälle kaputt gehen. Solche Sachen. Und für einen Rechner und alles, was Elektronik betrifft, nach Möglichkeit jedes Kabel doppelt. Weil man nie weiß, ob nicht eins kaputt geht und Fehlersuche und dann das passende Firewire-Kabel wieder dabei zu haben und so weiter und so fort. Das kann alles ganz schön nach hinten losgehen. Und das nehme ich dann halt auch alles irgendwie doppelt mit. Und häufig habe ich halt irgendwie auch noch einen Klick auf der Bühne, auch wenn ich die Elektronik nicht mitfahre. Und dann habe ich das halt entweder auf dem iPhone oder iPad und ich habe halt beides immer mit bei, falls irgendwas passiert.
Genau, dann habe ich da Lightning Cellist mit drauf. Und wenn ich den Rechner dabei habe, naja, dann ist halt immer noch ein Ersatzrechner mit bei und dann noch mein System Backup auf Festplatte, sodass ich von jedem Mac dann notfalls vor Ort nochmal starten kann. Und okay, du hast also die wichtigen Sachen doppelt. Das wird beim Thorsten nicht möglich sein. Der hat einfach zu viel Kram. Doch. Ja, doch. Ja, sicher ist. Also jetzt, es gibt ja Gründe, aber ich meine, zwei Voyager sind direkt auf der Bühne. Die Player habe ich zweimal. Ich habe zwei. Ich weiß wahrscheinlich jetzt, die Computerjungs sagen Router, ich sage immer noch Router, in den Racks. Ich habe zwei X32, habe aber noch zwei SD16 dabei, dass ich die im Prinzip noch querschalten kann, wenn eins der Mischpulte ausfällt. Ich meine, wie gesagt, auch einen zweiten Mini-Tower und das sind auch die Sachen, die man nicht so schnell kriegt. Ich meine, System 8 kriegst du immer. JDXA kriegst du fast immer momentan, das ist ziemlich gut. Verrückt, dass das der System 8 mit einer SD-Karte gebackupt wird und der JDXA mit einem USB-Stick, das hat mich in Helsinki im Wahnsinn getrieben. Weil ich wollte mal kurz ein Backup ziehen, habe ich vorher nicht gemacht und dann dachte ich, ja, auch SD statt, und ich meine, die beiden Geräte sind ja schon vielleicht sehr ähnlich vom Gehäuseaufbau her. Also ihr wisst, was ich meine. Nee, viele Sachen müssen wir doppelt haben. Ich meine, darum habe ich ja auch zwei Laptops auf der Bühne, die im Prinzip nur die Oberfläche der Mixer zeigen. Und wenn einer davon ausfallen sollte, habe ich noch zwei Tablets, wo ich das auch raufziehen kann. Das ist schon, du hast ja keine Chance. Ich meine, wir haben immer einen Spare Schrittmacher noch dabei. Und, okay, also doch mehr oder weniger alle wichtigen Sachen doppelt. Ja, also ich hätte jetzt, was ich nicht doppelt habe, ist Klavier. Das, aber zur Not spiele ich halt, ich meine, das sind zwei Stücke bei uns, dann fallen die halt weg an dem Tag oder so. Das, wir spielen genau, du spielst sie auf einem anderen Ding. Klavier kriegst du überall raus. Ehrlich gesagt habe ich sonst keinen Klaviersound. Okay. Nein, wo denn? Also das ist JDXA oder was? Hat der nicht sowas drauf? Komm. Ja, das würde ich nicht Klavier nennen. Okay. Okay, geh ich mit konform, würde ich sogar so sagen. Alles klar. Ich meine, der hat andere Stärken. Es gibt Gründe, warum der da ist. Das hat man schon, ich meine, was viele Leute ja vergessen, ich meine, die holen sich dann den 25. Mono-Synth und ziehen den über den Sherman-Filterbank, um es noch Druck mächtiger zu machen. Und es fehlen aber diese crispen Digitalflächen irgendwann, die schon auch sehr schön sind. Also gerade in der Szene, wo ich, also ich unterwegs bin, Elektronika oder Synthwaves, dieses, ihr wisst, was ich meine. Und einfach eine schöne Fläche, die oben blitzert. Und ich meine, in dem JDXA sind gefühlt ja viele von den JD800, JV-Sounds drin. Und das ist einfach als Kontrast sehr, sehr schön. Und also ich meine, man muss jetzt, ich bin vielleicht nicht der größte Fan von der Analog-Sektion im JDXA oder so. Das ist ja auch nicht die, also muss ich auch nicht. Ich benutze wirklich diese Hissing-Chöre und wirklich diese sehr digitalen Sounds daraus. Hm. Vielleicht ist es auch so gemeint. Genau, nämlich alles nur fett geht nämlich gar nicht, ne? Irgendwann ist mal durch. Fertig. Jetzt ist gerade der Modulator schön unscharf. Gute Gelegenheit, ihn mal zu fragen. Hallo? Hallo. Hast du denn auch alles doppelt? Ich sehe hier gerade dein Bild. Nee. Das sieht nicht so aus. Ist das ein Case, wo alles drin ist? Ja, das ist das normale Live-Case, wenn ich unterwegs bin. Die Sachen hinter mir sind andere Acts. Das ist also tatsächlich so gemacht, dass ich das aufklappen kann. Und ich habe mittlerweile sogar das Pult in das Case eingebaut. Das hat leider auch ein paar Rückschritte, weil die Größe natürlich das ein bisschen verungünstigt. Aber der Vorteil ist, ich habe einen so einen fetten Rollkoffer weniger. Und das ist, also ich habe einen ähnlichen Ansatz, glaube ich, wie Mika. Also auch wenn ich im Auto unterwegs bin in letzter Zeit, musste ich sogar auch hin und wieder doch mal mit der Bahn fahren. Und das ist grauenvoll. Mann, und also auch was das kostet, so, also die Bahn, aber das wollen wir jetzt gar nicht ansprechen, aber alle, die Bahn fahren, müssen natürlich sowieso anders packen. Also normalerweise kann ich schon vom Auto ausgehen und kann man auch mal irgendwas mehr mitnehmen, das ist eigentlich so gesehen natürlich besser. Aber ich mache es trotzdem so, weil
diese Kiste, also bei der Aufbauerei, du baust halt in der Regel da deine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde mindestens mal auf. Das geht einem irgendwann mal ziemlich auf den Sack. Ich habe allerdings früher immer das Konzept gehabt, dass ich den Synthesizer schon mal wechsle, dass ich so eine Basis habe und den Hauptsynthesizer, sage ich mal, ich habe immer gerne einen, der frei ist, der gar nicht an das andere Zeug angedockt ist, damit ich einfach das noch so dazu machen kann. Also es gibt immer so ein Improvisationselement bei mir, weil ja, es soll ja nicht langweilig werden, also auch nicht für mich. Und daher habe ich das habe ich diese Idee. Und das Zeug, was da drin ist, ist das, was klein und möglichst leicht ist und trotzdem gut klingt. Da gibt es ja neuerdings halt auch sehr, sehr viel, was mich echt erlöst hat von dem Bösen, weil vorher gab es schon viel Zeug, was mir nicht wirklich gefallen hat oder die den Sound einfach nicht bringt, schlicht und einfach. Oder was also einfach ein bisschen ja, nicht das macht. So fett oder so ist ja nicht immer das Wichtigste bei mir, aber sowas wie überzeugend, das ist schon wichtig. Also, und dann gibt es halt auch ein paar Gigs, das hängt sehr stark halt von den Gigs ab. Da gab es zum Beispiel was, wo nur zwei Geräte dabei waren, da hatte ich eben eine so eine Groovebox dabei und so ein EMS-Koffer, so ein Synthia. Und dann war der Synthia sozusagen das Haupt-Performance-Instrument. Da gibt es auch ein Video von Stromspieße, hieß das. Das war eigentlich aus der Volkwang, bei der Volkwang studieren und die haben das gemacht. Das gibt es leider inzwischen nicht mehr. Das war so eine Reihe, das lief einige Jahre. Und dann haben die mich plötzlich eingeladen, da auch zu spielen. Und dann war das Thema Hardware. Das passte ja, das passte gut. Dann habe ich gedacht, das wäre unfassbar originell, wenn ich mal den EMS mitnehme. Es waren nämlich zwei andere da, die von der Volkbank können sich da offensichtlich so ein Ding ausleihen. Das war dann also lustig. Aber was sehr toll war, da war noch jemand, der hat halt Geige und EMS, also so ein Frage- und Antwort-Ding gemacht. Und ja, ich bin halt da gerne auch mal spontan mache irgendwas, also das bricht dann natürlich aus meinem Koffer aus, weil ich wollte eigentlich am besten ich habe kein Pult mitgenommen, sondern nur den EMS und dieses Ding. Aber ich habe immer sehr, 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 sehr gerne Live-Effekte dabei und die sind dann halt wirklich klein. Die sieht man auch, wenn man da auf den Koffer zoomt oder so, da liegen immer irgendwelche kleinen Effektgerätchen rum. Hier so. Ja, genau, da, ne, da ist eins und da über der anderen Electribe auch. Entschuldigung an alle Audiohörer. Ihr seht, ihr kriegt ja jetzt sowieso wieder gar nichts mit, sorry. Ja, da sind Chaospad Minis, kann man da sehen. Okay. Das ist vielleicht ganz gut. Also was, ne, und dann auch noch ein iPad, um alles, was mit Samples ist und alles, was so Synthesizer, FM-Synthese, direkt samplen. Das Ding, was man da jetzt sieht, also an die, die es nicht sehen können, das ist eine App, wo ich wirklich nur drücken muss. Und wer ich festhalte, nimmt der auf. Und wenn ich loslasse, hört er auf damit. Und sofort habe ich das in dieser Klangerzeugung mit drin. Cool. Das macht richtig Spaß für experimentelle Sachen. Und wenn halt das Publikum selber irgendwie Geräusche macht oder wenn es so Grundgeräusche gibt, dann, wie soll ich sagen, dann kann ich die direkt ins Set einbauen. Das wird auch jetzt hier in Düsseldorf passieren. Das wird ein bisschen experimenteller, weil das dort, ja, das passt da einfach rein. Das ist einfach so ein, ist eigentlich eher so ein Free-Jazz-Umfeld so und Kunstpunkte, das ist so eine Tour mit Künstlern und so. Deswegen läuft das halt im Rahmen der Kunstpunkte. Okay. Und da kann man dann sowas zum Beispiel mehr machen, ne? Dann würde ich andere Sachen weniger machen. Dieses ganze womit und was und wie, das hängt dann also auch davon ab. Aber diese Live-Kiste ist wichtig. Oder Jams. Jams sind auch nett, aber du wolltest irgendwas sagen. Ja, ich wollte was fragen. Und zwar, mir fiel nämlich gerade ein, Mika, du hast ja Festivals erzählt, ne? Du bist viel auf Festivals. Festivals ist ja
Thorsten auch und Mogulata sicherlich auch mit mehreren Künstlern auf der Bühne, ne? Also nicht gleichzeitig, sondern hintereinander. Ich habe ja ein paar Jahre als Live-Act mich da in Diskotheken rumgetrieben und auch die eine oder andere Nature One gespielt und die eine oder andere von Sounds of Life, also diese ganzen großen Techno-Raves, die Mitte, Ende der 90er so angesagt waren. Und das war gar nicht so unproblematisch, dafür zu sorgen, dass man da mit anderen Kollegen irgendwie klarkam, sein Zeug entsprechend irgendwo vorbereiten, verkabeln konnte. Letzten Abend im Dorian, also der letzte Abend des Dorian Grays, da habe ich auch gespielt, der DJ Duck aufgelegt. Und da hatte ich sehr schön alles aufgebaut schon. Davor war es ein bisschen abgesperrt, auch abgehängt. Aber es ist tatsächlich gelungen, dass jemand da reingefallen ist und 10 Minuten vor meinem Gig alles runtergeschmissen hat, den ganzen Tisch umgeschmissen hat. Ich habe dann versucht, ganz vorsichtig wieder alles, ich habe es auch nicht wieder, es hat dann funktioniert, aber das ist mir, war so eine Sache, die oft passiert ist, also dass man quasi auf einer dunklen Bühne abbauen muss, weil schon der Nächste kommt und. Habt ihr da ein paar Tipps und Tricks dazu, wie man mit diesen Situationen umgeht, wenn man eben nicht alleine auf der Bühne ist? Das ist ja schwierig. Also da gibt es ja bei den besseren... Mika, erstmal. Entschuldigung, ja. Also ich glaube mit den Kollegen, es gibt halt immer welche, mit denen du dich verstehst und welche, mit denen du dich nicht verstehst. So. Die sind, glaube ich, auch gar nicht so das Wichtige. Wichtiger ist, glaube ich, mit den ganzen Technikern irgendwie klarzukommen und die sich rechtzeitig zu suchen. Da möglichst früh alle schon abzusprechen und inzwischen wird ja relativ viel, also gerade Drums sind dann halt meistens auf einen Riser und dann wird die Technik halt auf Seitenbühnen oder hinter der Bühne sozusagen weggeschoben, schon aufgebaut. Auf einem extra Podest, was eben auf Rollen gelagert ist, und dann wird es immer nur hin und her geschoben. Und dadurch geht vieles einfacher. Und muss man aber trotzdem immer mit den Technikern irgendwie schauen. Also ich hatte auch dieses Jahr zum ersten Mal ein Festival, wo die halt gar nicht vorbereitet waren und sich gar nicht drum gekümmert haben. Und ich 10 Minuten vor der Show noch meinte, ey, Stromkabel bei mir sind nicht eingesteckt, etc. pp. Ein Mikrofon steht da völlig falsch. Das hatten wir weder bestellt irgendwie noch morgens beim Soundcheck da gehabt. Das müsst ihr alles noch ändern und dich einfach nicht drum gekümmert haben. Und ich dann irgendwie während der Stage-Time da irgendwie schreiend über die Bühne rennen musste. Oh, damit wir überhaupt noch die Show. Also ja, so eine Fälle kommen halt vor. Genau. Ja. Deswegen das vom Anfang. So Feste, die so emotional ganz schön sind, wo sich alle kümmern, sind eigentlich immer auch die angenehmsten. Aber es kommt vor und letztendlich muss man damit leben. Das muss man auch ein bisschen einplanen in sein Setup, ne? Dass man auch diese ganze Verkabelung und das Ganze drumherum irgendwie so kompakt hat oder so übersichtlich auch für einen selber, dass man auch durchsieht, dass man 5 Minuten vorher noch weiß, ja, das ist alles noch am Start irgendwie. Und je komplexer das ist, desto komplizierter wird das. Bei der Nature One war das auch sehr unangenehm. Die haben nämlich auch meinen ganzen Setup auf so einen Roller. Kann man übrigens auf YouTube auch Non-Eric Nature One eingeben, sieht man das schön. Auch auf so einen komischen Roller da drauf und mich dann da raufgeschoben mit meinem Zeug. Das war irgendwie sehr, sehr wackelig. Würde mich mal interessieren, wie das denn bei TD geht, wo doch so viel Zeug, das passt doch auch gar nicht. Da braucht man ja schon so einen mehrere Hubwagen. Oder wie funktioniert das, wenn du mit mehreren Bands an einem Abend auf einer Festivalbühne bist, Thorsten? Das klingt jetzt doof. Meist spielen wir als Letztes und setzen uns durch, dass wir das einfach drauflassen. Ich meine, du kannst Rollreiser, ich bin bei... Ich glaube, 2,50 mal bei 2,50 oder 3x3, wenn der Tisch draufsteht hinter mir. Die kannst du ja auch zusammenklicken und dann passt das. Und jetzt tut mir leid, lieber Mogulator, jetzt kommt eine böse Sache. Dein Set sieht total toll aus. Was mich wahnsinnig gemacht hat, ist diese weiße Steckerleiste mit dem Schalter auf dem Foto. Habe ich die ganze Zeit drauf gestarrt. Das würde mir so viel Angst bereiten.
Das ist, ich meine, die kann umkippen und dann ist der Hauptstrom weg und so. Das ist, also, ich weiß nicht, ob das auf Strom war, müssen wir unbedingt noch zu sprechen kommen, ja, sowieso. Nein, und was passiert ist irgendwo, ich meine, auch das Laptop, das ich gerade benutze jetzt im Stream, das wird mit Gaffer zusammengehalten, das funktioniert, das ist Wahnsinn. Das war nämlich auf dem Rollreiser, allerdings war das Netzwerkkabel zum Mischer nicht auf dem Rollreiser und das wurde weggeschoben und das, es ist ein Wunder, dass es funktioniert, das Laptop. Auch es gibt immer ein Problem. Also mein Problem ist Strom. Wenn ich meine, das war im Ozura zweiter Tag, wo mich dann ein Techniker der Strom war aus. Ich sagte in einer unangemessenen Lautstärke etwas Unschönes da aus Reaktion. Und er grinste mich an und hatte wirklich eine Dreiersteckerleiste und eine Fünfer in der Hand und wollte einfach die im Hauptstrom Kette einfach austauschen und also nachdem er es machte. Das ist, vielen Dank auch. Das Problem ist bei ein paar, ich meine, so kleine Sachen, die Oszillatoren müssen, je nachdem wie lange es aus ist, ne, du stimmst nach. Diese ganzen Delays, die ich da habe, ich meine, das klingt total dämlich, aber es ist einfach so. Das sind irgendwie 5-6 Millisekundenwerte, die ich jeweils eingeben muss. Und wenn du diese alten Korg-Rodan-Dinger kennst, du drückst da drauf, das dauert also eine ganze Weile. Das Absurdeste war durchaus beim Flow in Helsinki. Da wir dort viel anmieteten, hatte ich auch ein neues Digitalpult dort, war gerade dabei, das irgendwie neu einzurichten. Und dann kam mein Tourmanager und sagte, du hast 10 Minuten. Und ich sagte 70 Minuten. Was ich nicht bedacht habe, dass Helsinki eine Stunde plus war. Und meine Laptop-Zeit sich nicht umschaltete. Ich stand auf der Bühne 10 Minuten vorher und dachte, ich kann noch das Mischpult einstellen. Ich dachte, ich hätte 70 Minuten. Es waren 10 Minuten. Ja, dann, ja. Dumm gelaufen. Ja, und das ist, ein bisschen Stress kommt dann auch vor 4 Minuten. Aber das kriegt man schon hin. So. Nee, aber also mein Problem ist Strom und sowas. Ich meine, diese Berliner Dinger, ich meine, als ich noch Gothic Rock gemacht habe, ich meine, du baust auf und ich hatte schon immer ein etwas größeres Setup, weil ich halt auch immer Phonograph und Genesis toll fand und so. Also auch vom Aufbau. Und du baust auf und die sagen, naja, jetzt kommt die andere Band, schiebst es mal kurz zur Seite. Ihr kennt sowas und das ist einfach nicht möglich bei einer Synthburg. So. Das ist, es wird danach nicht so genauso funktionieren, wenn es nicht um Riser steht. Ja, aber wie gesagt, Strom, ich meine, okay, wollte das ein bisschen vorwegnehmen. Es gibt ja diese Dinger, die mit dem Akku auch, weiß ich nicht, zwischen, je nach Auslastung halt, zwischen 30 und Sekunden und 5-6 Minuten abpuffern können. Also auch wenn das Strom komplett ausfällt, da haben wir ein so ein Ding dran. Also nachdem das jetzt ein paar Mal so passiert ist. Also ist auch sehr neu. Weil du weißt, das macht schon Sinn. Thorsten, wenn man im Ausland unterwegs ist, kann man ja sogar schon mal mit so einem Kaltgerätestecker schon Probleme kriegen. Ich war für einen Auftritt in Japan und habe dann wirklich darauf geachtet, dass ich auch wirklich alles an Strom bis zu dieser Hauptleitung am Start habe und noch Ersatz, weil ich wusste, ich kriege ja dann in Japan wahrscheinlich nur irgendwo am Flughafen oder so die entsprechenden Adapter oder Kabel oder habe die Anschlüsse nicht. Und dann, ich glaube, die haben auch sogar 110 Volt, ne? Ja, ne, viele Geräte, also die Maux, Access, Manneken funktionieren 110 bis, was die Obergrenze, ich weiß auch nicht, da steht ja meist bis 250. 140, ne, ist glaube ich angesagt. Genau, und das die schalten sich automatisch um. Ich bin mir unsicher, ob ich ein Gerät hätte, also wahrscheinlich die alten Delays oder sowas. Aber sonst funktionieren die neuen erhältlichen Synths, funktionieren 110 bis 240. Oder, Herr Mugulator, da bist du dir. Ja, genau, fragen wir doch mal da. Mal so, es kommt drauf an, aber also heute hast du ja sehr oft diese Adapter-Dinge, also entweder Wandwarze oder diese Dinger, die in der Mitte sitzen und dann, die ich besser finde, die werden dann halt ausgetauscht. Also die sind nicht immer sicher. Das ganze Apple zum Beispiel, das geht an alles. Das kannst du auch in den USA oder so dran stecken.
Du musst gedacht, aber trotzdem natürlich dein, wurde ja richtig gesagt, du musst natürlich am Anfang einmal den Adapter haben oder sogar so ein Trafo, der auch genug Watt hat, genug Leistung, damit das alles, was da dran hängt, auch geht. Also ich habe bei weitem nicht so viel Zeug wie bei dir, deswegen ist das bei mir natürlich auch nicht so das große Problem. Also, dass der Strom nicht reicht sozusagen. Er hat das mechanische Problem eher, ne, Modulator, was du schon gesagt hast, dass man eben auch da sehen muss, dass man überhaupt da reinkommt in den Stecker. Ne, und dann stellst du aber mal fest, ah ja, scheiße, ich habe gedacht, Japan, das wird doch USA, das sieht aber irgendwie aus wie ein englischer Stecker. Das kannst du sehr gut, englische Stecker kannst du ja sofort erkennen, die sind super groß. Ja. Die sind toll. Und, also man sollte sich natürlich vorher angucken, wie das in dem Land ist und am besten dann absolut. Ja, also bei mir würde das reichen, so einen Adapter zu nehmen oder einen Transformator, wenn es also 110 gibt. Mhm. Manchmal stellt dir das auch der Laden, also wenn du das nicht alles selber haben musst. Nur was die nicht können, ist, das stimmt schon, wenn du jetzt diese komischen, andersartigen Verteiler hast, die kriegst du dann natürlich in dem Land nicht in deiner Form, wie du sie hast. Genau. Das da kriegst du dann vielleicht maximal den Apple-Kram rein oder so diese Wechseldinger, die alles können. Aber die haben trotzdem bestenfalls Euro-Stecker, also diese Basierapparate, ne? So diese flachen. Mhm. Die kann man noch in Europa einigermaßen nutzen, aber in den USA oder in UK nützen die schon mal nichts. Und in der Schweiz zum Beispiel, dann gibt es so einen unanständigen Pin, der da in der Mitte einfach so ein bisschen versetzt ist. Und auch in Frankreich, damit haben wir dann damals noch nicht gerechnet, weil wir zu blöd waren. War ja auch noch nicht Internet und so. Und dann, da habe ich das zum ersten Mal, oh scheiße, was ist denn das für ein fucking Pin da? Dann haben wir den, das ist ja leider auch der Schutzleiter. Und eigentlich ist es sogar gut, weil das Ding nämlich jetzt nicht andersrum reinstecken, ist eigentlich gut, stromtechnisch, aber da haben wir dann den Pin, glaube ich, irgendwie weggebrochen und haben dann trotzdem gespielt, also nach dem Motto, fast bloß nichts an. Das, nicht Gitarre also spielen und mit dem Mund ans Mikrofon kommen, das kann natürlich. Ja, wir haben ja keine Gitarren. Also da sei froh. Immer reine, also deswegen spreche ich von wir, weil das war dann auch ein Bandprojekt. Und bei eigenen Sachen ja eigentlich dasselbe, ne? Also aber ich versuche ja mein Set klein zu halten und ich weiß ja in der Regel, in welchem Land ich spiele, muss ich halt eben vorher mal gucken, was die so haben, ne? Also das sollte man vielleicht vorher machen, also ein bisschen Vorbereitung und Inszenierung finde ich sowieso ganz gut, also sowas wie einen Spannungsbogen zu haben und sowas wie welches Stück spiele ich wann wo. Und also was da soll das machen, da das finde ich schon wichtig. Also das gehört eigentlich auch. Bist du jetzt von der Netzspannung auf den Spannungsbogen des Live-Gigs gekommen? Das war richtig geil. Also den Bogen, oder? Ja, war richtig. Weltklasse. Radio. Champions League Radio schon hier, du. Oder? Fand ich nicht so schlecht. Frage nochmal kurz an den Mika. Du hast dann ab und an mal einen Laptop, Computer dabei. Der hängt am Netz, ne? Also voll aufgeladen, wenn das Netz ausfällt, dann läuft er weiter auf Batterie und gut ist. Genau. Und dann vielleicht noch ein iPod dabei, falls der Laptop nicht geht. Einige Audio-Interfaces haben ja nicht iPod unbedingt nicht, aber Strom vom Rechner. Das muss man auch bedenken, dass da, wenn der Rechner ausfällt, nicht Auto. Also, dass da durchaus auch das Audio ausfallen kann, weil das ja dann auch gerne mal das Interface ist. Über Interface läuft. Ja, ein anderes wichtiges Problem, gerade mit Rechner, ist einfach Wärme. Also für mich als am Schlagzeug sowieso nochmal ganz anders, weil das auch halt irgendwie körperlich dann eine ganz andere Belastung ist. Aber von der technischen Seite ist Wärme ein echtes Problem, wenn du auf der Bühne stehst. Und gerade in so einem Sommer wie dieses Jahr, wo das halt wirklich richtig heiß gewesen ist und einem dann irgendwie 2 Stunden lang noch die Sonne auf den Rechner knallt, da muss man schon ganz schön aufpassen.
und muss man halt versuchen zu kühlen. Und man muss halt auch, sagen wir mal, das System optimieren, dass halt möglichst wenig Ressourcen verbraucht werden, dass man guter Tipp. Oder hätte ich sogar eine Frage, im Keller, wenn du im Keller im kalten Studio immer schon auf Anschlag bist, dann kannst du sicher sein, dass der dann auf der Bühne in die Knie geht. Hm. Und das geht ja dann so weit, wenn der total überhitzt, ja, dass er dann noch ausschaltet, ne? Genau, wie ist das ja mit Schluss? Sichtbarkeit von Bedienelementen? Also wenn ich draußen gespielt habe und es war auch nur mittelmäßig hell, dann sehe ich nicht nichts mehr, gar nichts, was die Dinge so anzeigen. Das geht bei so bestimmten Geräten kann man die auch von Hand bedienen sozusagen. Das ist bei vielen meiner Geräte so. Aber bei den Grooveboxen ist das absolut tödlich, weil du da halt diese Steps und ich benutze die, also ich verändere die ständig im Spiel damit auch. Also das als Keyboard quasi. Und wenn ich draußen spiele, muss ich das alles blind machen eigentlich. Also wie habt ihr da einen Trick? Also da ist mir nichts eingefallen, außer, weiß ich nicht, irgendwie dafür zu sorgen, dass da irgendwas über dem Kopf ist, was aber auch schwierig ist. Also je nachdem, was für eine Aktion man da fährt. Es gibt so ein bisschen so Folien, die unter Umständen die Einstrahlung, also die Reflexion der Einstrahlung so ein bisschen verteilen. Die es ja auch fürs Handy gibt und so. Und dann kann ich nur versuchen, den irgendwie gegen direkte Sonneneinstrahlung auf dem Display zu schützen und so hell machen wie möglich. Und auch in der Vorbereitung von der Performance einfach mitzudenken, dass man möglichst wenig oder eigentlich, dass man nicht aufs Display zu gucken braucht. Oder wenn, dann die drei Sachen, die wirklich wichtig sind, wo man drauf guckt, dass die dann auch richtig groß sind. Dass man die in jedem Fall irgendwie erkennen kann. Also irgendwie dann halt mit so ganz süß anzufangen und dann mit der Maus ganz detailliert, diffizierter irgendwelche Sachen einstellen zu wollen. Das kann man vergessen. Ich glaube, falscher Ansatz auf der Bühne. Ich habe sowieso das keine Maus auf der Ansatz. Bühne. Das wäre sowieso egal. Ja. Thorsten, sozusagen so eher gucken, mach weiter, Mika. Sozusagen mit externen Geräten zu haben und nur die wichtigsten Sachen sich anzeigen zu lassen. Oder vielleicht auch mal irgendwie noch in so irgendwelche LED-Leisten und sich das selber zu programmieren, dass die einem bestimmte Werte oder so direkt anzeigen. So. Thorsten, ist es denn so, du hast ja auch eine Sehstörung, Schwäche? Ja, und ich glaube, das ist der Vorteil. Pass auf, Frage wäre nämlich dann gewesen, sprichst du mit der Lightshow, spricht man auf der Bühne mit den Leuten, die das Licht machen, auch ein bisschen das ab, dass man sagt, pass auf Leute, hier brauche ich ein bisschen mehr Licht, damit ich das und das erkennen kann. Gibt es da so eine Absprache oder sagst du, hier bitte nicht drauf, da ist mein Laptop. Wie funktioniert das bei dir? Bei mir geht das eigentlich und ich glaube, die Sehstörung mit Rot-Grün-Braun kommt mir da sehr entgegen, weil ich mir überall andere LEDs reinbauen lasse und der Kontrast von Blau zu Gelb oder Blau zu Rot, also ein Ton kann ja rot sein, das ist mir vollkommen egal, solange die Kontrastfarbe nicht grün ist, ist deutlich kontrastreicher als Rot zu Grün, also in meiner Welt, ich kann es nicht beurteilen, weil ich sehe es ja nicht. Ich habe meist aber, na gut, wir haben im meisten Dach einfach, auch wenn wir Open Air spielen und dadurch, dass ich so zweireihige Synth-Stacks habe, nehme ich dann einfach den mit dem schlechteren Display, was halt wirklich auch der Grund, also auch der V-Synth, das Display ist wirklich nicht so dolle. Der ist halt unterm System 8 und dann habe ich da immer Schatten drauf, dann geht das. Hitzeentwicklung ein Problem? Hitze, na gut, für analogen Sachen ist das die Hölle. Gerade wenn du tagsüber aufbaust, dann wird es irgendwie ohne Licht heiß auf der Bühne. Ich hatte diesen Sommer, es war Wahnsinn. Es war irgendwie, weiß ich, da in Ungarn waren es 38 Grad oder so. Dann kommt noch Licht rauf, dann kommt aber, dann spielst du um 23 Uhr, dann kommt die Abenddämmerung und da musst du schon
ja, stimmen, als gäbe es keinen Morgen. Also jeden Oszillator nachstimmen und so. Das ist eher mein Problem. Also, dass es halt sehr hitzeanfällig ist mit der Stimmstabilität der ganzen Geschichten. Ich meine, das auch ist der auch Voyager. Bei den modernen immer noch ein Problem. Bei den modernen Analogen, also ich kenne das noch vom MS-20 natürlich, vom MKS-80. Aber ist das denn bei so einem Behringer auch noch ein Problem? Der ist ja bestimmt DC. Beim Behringer weiß ich es direkt nicht, ganz ehrlich. Der ist sowieso merkwürdig im Stimmen. Aber selbst die Voyager hauen mir ab. Und halt ich meine, ich habe im Modularsystem, ich habe Vamonas, ich habe Döpfer, ich habe diese Livewire, ich habe eine Menge, ich habe glaube 9 Oszillatoren da drin, die musste nachstimmen, weil das geht nicht. Also wenn du da 10 Grad Unterschied hast, sind die alle weg. So. Was erstaunlich ist, glaube ich, der Minitower ist deutlich stabiler als der Voyager. Aber gut, das ist auch ein Oszillator weniger oder so. Nee, Hitze ist schon, geht. Dieses Lichteinstrahlen der Lichtshow ist eher, glaube ich, auf Ulrichs Sache. Na gut, Ulrich guckt auch in die andere Richtung, weil ich meine, wir sind nicht Bon Jovi, deshalb, ich möchte kein Licht von vorne haben. ziemlich harte Ansage. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich mag lieber Licht von hinten und Ulrich spielt ja mit dem Rücken zum Publikum. Also dieses Einstrahlen auf Gerät ist eher Ulrichs Problem, was er auch denn abspricht mit dem Lichttechniker. Okay. Dann sind wir jetzt fast schon am Ende unserer Show. Reden wir bei Live nochmal kurz über das Essen. Wie wichtig ist gutes Essen beim Live-Auftritt, Mika? Absolut nicht. Also, du hast deine Stullen dabei, das ist gut. Aber du sagtest einen wichtigen Punkt, diese Kommunikation mit den Leuten, mit den sogenannten Bühnenhänden oder mit dem FOH, das ist sicherlich da geht man da als erstes mal hin und sagt, hallo, ich bin der Mika, ich spiele nachher um 12 Uhr hier und versuchst da selber mal eine Kommunikation herzustellen. Von dir aus proaktiv oder wie sieht das aus? Also ich meine, du verbringst ja sowieso relativ viel Zeit miteinander und du bist aufeinander angewiesen, die Show am Ende zu fahren. Also ich weiß gar nicht, wie man sich darum drücken kann, nicht zu unterhalten oder so. Dann macht man sowieso hinter der Bühne und so weiter und so fort. Und ich finde das auch wichtig, du bist halt auf die angewiesen und es hat auch irgendwie was mit menschlichem Respekt zu tun, dass du denen ist und mit denen auch sprichst und auch einfach so eine positive Verbindung versuchst, zu denen aufzubauen. Und nicht so, man sieht es manchmal bei anderen Leuten, wie die dann irgendwie die Technik und die Stagehands behandeln. Das finde ich immer nicht gut, weil das einfach auch ein wichtiger Job ist. So. Und einfach weil es Menschen sind. So. Und genau, aber dann halt die wichtigen Sachen abzusprechen und zu gucken, dass die halt einem auf so eine angenehme Art und Weise auch erfüllt werden. So. Und wenn es fitte Leute sind, dann wollen sie das auch. Ich meine, es wollen ja im Normalfall auch alle, dass das eine vernünftige Show wird. So. Und intentional will einem da selten jemand auflaufen lassen. Okay. Wenn so ein Fall eintritt, naja, dann musst du halt irgendwie anders mit den Leuten reden. Das passiert jetzt nicht so häufig. Einfach nett und freundlich sein und drüber sprechen und nochmal den Neck Rider dabei haben und all solche Sachen. Und dann geht es. Cool. Gut, ich würde sagen, wir haben einige Sachen, die wir im Vorgespräch, glaube ich, auch schon mal angesprochen hatten, mit dem Live-Mitschnitt und so, das haben wir jetzt ausgeklammert, da reicht jetzt auch die Zeit nicht mehr zu. Wenn euch das Thema Live und was damit so an positiven und negativen Sachen dranhängt, wenn euch das Thema interessiert, schreibt es einfach in die Kommentare und dann gucke ich mal, ob wir die Runde nochmal zusammenkriegen und vielleicht auch mal ein paar Fragen von euch konkret beantworten. Thorsten, wo bist du? Du bist heute Abend nicht bei unserem Real-Life-Stammtisch, weil du mal wieder live spielen willst, ne? Heute Abend. Du, ich bin mir noch nicht 100% sicher, ganz ehrlich. Ich habe da noch nicht zugesagt oder abgesagt, aber die Musiker sind gut.
ein paar Leute, die da arbeiten, nicht. aber ich werde vielleicht im Tannenbaum, aber ich weiß noch nicht, ich schreibe es euch dann in Facebook zusammen mit Alex Gusmidi und Julie Slick von King Crimson Project. Aber ganz klein, aber wäre lustig. Nein, nächste im September ist, glaube ich, 29.09. in Detmold. Das ist, da spiele ich diesen Cargo-Soundtrack und habe ein Streichquartett dabei und auch der Bobinger kommt mit für frische Beats sozusagen. Sehr gut. Ja, und dann geht's Anfang Oktober, 3., 4., 5., ich muss ich gucken, in Malta mit Tangerine Dream weiter. Cool. Also auf mal, das ist auch die Sache, dass es da auch mit angemietetem Equipment, weil du müsstest, glaube ich, bis Sizilien fahren und dann mit der Fähre und das ist, du, ich meine, du kannst die Jungs nicht sechs Tage nach Malta schicken. Nee, also, das geht nicht. Also sie müssen 3 Tage hin, 3 Tage zurück. Das ist einfach, das ist viel zu weit. Alles klar, cool. Mick, wann sehen und hören wir dich das nächste Mal? Am 8.9. auf dem Ambient Jam, das ist ja dann bei LSB TV zu sehen und hören. Das ist 6 Stunden Jam, da ist auch ein Großkopf und so dabei, momentan. Dann haben wir 15.9. Düsseldorf Kunstpunkte, 29.9. ist kreative Unruhe mit ein paar anderen tollen Acts. Das lohnt sich auf jeden Fall. Gibt es auf jeden Fall auf der Webseite zu sehen. Das ist also das, was zu nächster Zeit kommt. Alles gibt klar. Dann noch mehr, aber das reicht erstmal. Und Mika, du bereitest dich auf morgen vor, ne? Ja. Du kannst heute auch nicht in die ins Junction Café kommen und mit uns noch ein bisschen talken. Leider nicht. Das machen wir nämlich jeden ersten Montag. Quatsch! Jeden ersten Donnerstag im Monat. Genau. Aber eine Sache, jetzt war ich ja doch wieder noch mal kurz, warum ich nämlich jetzt hier bin. Genau. Kannst du mal Non-Eric kurz auf werk9.de gehen? Suche ich mal. Ist das möglich? Bestimmt. 9 als Zahl, Werk als Wort. Ich guck mal, ob ich das finde. Musiktheater Club steht hier. Genau. Jo, akzeptiere die Cookies auch. Das ist Musikschule, Proberäume, Studios, Fahrten, Theater, Team, Club, Kalender. Genau. Und da habe ich halt dieses Studio in den letzten Monaten zum eingebaut. Genau. Tada. Und das kann man mieten zu sehr günstigen Preisen, weil das hier irgendwie sozusagen eine soziale Einrichtung ist und vorwiegend halt Jugendliche und junge Erwachsene unterstützt werden sollen und alles, was irgendwie in irgendeiner Art und Weise mit sozialen Sachen zu tun hat. Genau. Aber hier kann man zu sehr guten Preisen das Studio anmieten oder einen der Proberäume oder den Aufnahmeraum oder den ganzen Laden und eine Party hier schmeißen. das geht sowieso. Also wer hier seine Record-Release-Party machen will. Ah, gut. Oder man kann mit uns, genau, kannst du dein nächstes Release kannst du gerne hier machen. Oder mit uns auf eine Musikfahrt fahren. Oder was gibt's noch? Unterricht nehmen an Instrumenten, das geht auch. Genau, also hier gibt es echt viel und alle zu sehr sozialen Preisen, weil soziale Einrichtungen und so. Na, das hört sich doch gut an. Und das ist in der Markgrafenstraße, ne? Genau, in Berlin. Einfach dafür auf werk9.de oder googeln. Ja, auch immer. Sehr gut. Das sind wir auch. Oder bei Facebook. Alles klar. Bei den üblichen Verdächtigen. Gut, ich bedanke mich bei den üblichen Verdächtigen, dass sie heute dabei waren. Erstmal bei Mika, vielen Dank. Beim Mogulator und beim Thorsten Q. Ich habe zu danken, danke. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder im Internet. In diesem Internet. Auf einem Browser deiner Wahl. Bis dahin, tschüss.